Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute bei der Ortsfeuerwehr Nierenstöcken, auch aus meiner Stadtfeuerwehr Neustadt-Rübenberge. Ich würde sagen, einer der schönsten Feuerwehren überhaupt. Und auf alle Fälle einer der mit der größten Feuerwehren überhaupt in Deutschland, weil wir haben ja 29 Ortsfeuerwehren hier in Neustadt, insgesamt 1200 aktive. Und dadurch hat man viele Ortschaften, wo wir auch mal TSFWs immer mehr auch antreffen werden. Ich war letztens mit der gerade filmt, Marvin aus der Willi Crew, waren wir hier bei der Fahrzeugübergabe, bei der Einweihung. Davon gibt es wenig Bilder. Nein, wie gesagt, ich wollte euch mal ganz kurz einmal so ein TSFW von Iveco kurz mal vorstellen, okay? So, wir schauen mal rein. Riecht noch richtig neu alles. Genau, ganz normales TSFW mit Wasserhalt drauf. Das heißt, so werden die heute gebaut. Fahrer, Beifahrer, vorne rechts sitzt der Staffelführer. Wie gesagt, beim TSF hat man hier immer eine 1,5er Besatzung. Also man hat hier hinten eine Sitzbank, wo man zu viert Platz nehmen muss. Wenn man aber sich ausgerüstet hat mit Gurt drum, dicke AGT-Sachen und so, ist das schon ganz schön eng. Ne? Das ist nur der Hinweis. Ich glaube, hier drunter ist auch noch, sind Leinenbeutel und so weiter verstaut. Ganz normal. Gleich der Hinweis, wenn die auf dem Fahrzeug sitzen, wo sitzt, also bei einer Staffel sind ja Wassertrupp und Angriffstrupp mit dabei. Schlauchtrupp gibt es da nicht. Gibt auch keinen Melder bei einer Staffel. Das heißt, Wassertrupp und Angriffstrupp sitzen hier. Wer sitzt denn außen? Der Angriffstrupp oder Wassertrupp? Ganz klar, der Angriffstrupp sitzt außen, denn er sitzt rückwärts ab, hält dem Wassertrupp-Mitglied in dem Fall die Tür auf, der geht vor und die stehen dann immer hinterm Auto richtig, ne? Okay, gut. So, wir machen mal das erste Türchen auf und da sehe ich schon gleich hier so einen kleinen Lichtmast, da gucken wir erstmal gleich nach. So, das Besondere, der Lichtmast hier vorne ist manuell betrieben. Das heißt, der fährt nicht elektrisch raus, da muss man ein bisschen aktiv werden. So, wir haben hier schön, ist auch sehr schön aufgeräumt. Ne? Das ist halt jetzt aktuell immer so aufgebaut. Man hat hier zum Beispiel die PA-Geräte. 4 Stück komplett. Man hat hier die Atemschutzüberwachungstafel. Man hat hier noch ein paar Masken. Hier oben haben wir die Motorsäge inklusive Zubehör. Also ist auch noch übersichtlich hier, finde ich. Ne? Also ich persönlich fand diese roten Schilder, was Geschmackssache, in Heldsdorf vielleicht ein bisschen schöner. Aber hier ist halt standardmäßig, dass so Spalthammer, Astschere, hier haben wir noch ein Faltsignale, ne? Diese großen Warndreiecke. Wir können auch mal hier kurz mal die Motorsäge rausholen. So, ne? So sieht das hier aus. Okay, AGT-Masken und etwas Zubehör, Schutzkleidung für die Motorsägearbeiten. Ne? Das heißt, die Schnittschutzhosen und so weiter und Helm, also Forsthelm und so sind hier drin. Gut, gehen wir mal weiter. Schön finde ich jetzt, es gibt hier auch diese Blitzleuchten. Diese LED, diese Koffer sehe ich hier gerade. Die hatte ich auch schon mal, die werden ja auch dauerhaft geladen. Ne? Macht man jetzt auch so. Faltkegel, also ausziehbare Faltkegel. Kennt ihr auch aus den Verkehrssicherungsvideos bei mir. Schaummittel, man hat hier den Zumischer, Mittelschaumrohr. Das finde ich auch sehr schön. Schaut euch das mal an, wie schön das ist. Ne, also
es ist halt heutzutage so, dass man immer mehr darauf achten muss, dass man die Hygiene, Kontaminationsverschleppung, Hände waschen kann, mal Handschuhe überziehen kann. Sehr schöne Lösung, finde ich das. Gut, was ihr hier schon seht, Schläuche. Hier ist der Verteiler gleich mit einem B-Schlauch angekuppelt, verlastet. Ja, ich finde das schon. Hält das auch? Okay, kann man nicht zu weit rausziehen. Auch schon ein bisschen schnellangriffsmäßig gelöst. So ein bisschen in Buchten reingelegt, der Schlauch, der C-Schlauch mit dem C-Ultrarohr, dass man möglichst schnell loslegen kann, wenn es mal schnell gehen muss, ne? PKW-Brand und so weiter. Wunderbar. Und hier auch gleich der Abgang dafür. Ist eine andere Variante. Ihr kennt wahrscheinlich auch viele diese Haspel mit formstabilen C-Schlauch. Den kann man unter Druck setzen, wenn der auch noch nicht ganz abgewickelt ist. Bei dieser Variante müssen erst alle Schläuche raus, bevor man da Druck drauf geben kann. Ne? Wisst ihr ja schon. So. Gut, schauen wir mal nach hinten. So, also das Heck gefällt mir besonders gut persönlich. Wir haben hier einmal, dass wir ganz normal kommunizieren können mit der Leitstelle, auch über Lautsprecher hören können, was los ist. Es braucht keiner vorne im Auto sitzen und den Funker machen. Man kann auch theoretisch hinten am Fahrzeug, wenn die Pumpe nicht zu doll stört. Und jetzt kommt das, was ich super finde. Steckleiter vierteilig. Diese Variante, was so UVV angeht, finde ich hervorragend. Ne? Ist nicht so hoch auf dem Dach verlastet. Man kann hier eben mal schnell die Leiter rausziehen. Ne? Finde ich super. Genau, die TS. Wird so rausgezogen, ganz normal TS. Wie ihr sie auch schon aus meinen anderen Videos kennt, die ganz normal die Magirus PFPN 10-1000. Ist ja neue Norm. PFPN, Portable Fire Pump, Normal Pressure. 10-1000 heißt 10 Bar bei 1000 Liter die Minute. Ne? So, das sind so ein paar Kennzahlen. Okay, Ladehaltung ist hier dran. Ganz normal Standard. Okay. Super. Oh ja. Fangen wir erstmal hier an. Wisst ihr, ganz normal Sammelstück. Oben ist noch ein Stützkummer verlastet. Hohlstrahlrohre. AWG 235er Hohlstrahlrohre. Werde ich auch im nächsten Video auch mal mit testen im Vergleich zu TKW. Und ich habe noch von TFT ein Hohlstrahlrohr. Alle mit 235 Liter. Werden wir noch mal testen im nächsten Video für euch. Oder in einer der nächsten Videos. Aber finde ich sehr schön verlastet, ne? Wunderbar. Hier haben wir auch noch mal so eine Auffangschale. Ne? Irgendwelchen auslaufenden Betriebsstoff aufzufangen. Schlauchtragekörbe. Dazu gibt es ja auch schon ein Video, dazu kommen auch noch Videos. Ist jetzt eine Variante, die ich persönlich jetzt nicht mein Favorit ist, weil diese Klettverschlüsse, hier sind zwar schon so Schlaufen gemacht, sind, finde ich, extremst nervig im Einsatzstress. Da gibt es halt bessere Lösungen oder man muss die modifizieren. Da der Hinweis, man kann die modifizieren. Ich finde es nur schade, wenn es nicht gleich richtig gebaut wird und man selber die noch erstmal anpassen muss. Ne? Warum macht man sie einfach richtig? Egal. Standrohr, ne? Erkennt man auch hier wieder mit System, mit Rückflussverhinderer. Ne? So, hier haben wir wieder die Schachthaken. ABC, ganz normaler Pulverlöscher, Kühlspritze. Hier haben wir noch einen Verteiler, der sieht irgendwie ein bisschen, schon ein bisschen reifer aus. Ja, Verteiler. Was haben wir hier noch? Achso, das sind ganz normale Arbeitsscheinwerfer. Die Variante kenne ich auch noch nicht. Oh, da muss ich mal gucken. Oh. Schön. Und irgendwie gehen sie wieder aus. So. Nicht schlecht. Davon sind hier zwei Stück verlastet. Dann haben wir unten Bindemittel verlastet. Ne, Ölbindemittel oder überhaupt Flüssigkeiten, die aufgenommen werden müssen. Was ich schön finde, ist, hier haben wir nochmal die Saugschläuche in einer angenehmen Höhe, finde ich. Gerade weil sie auch ein bisschen schwerer sind, kann man sie wunderbar weiter benutzen. Also die Variante finde ich sehr gut. Ach, hier haben wir noch einen Adapter für. Nicht nach Norm, glaube ich, aber auf alle Fälle sinnvoll, und zwar für Pendelverkehr kann man hier wunderbar an wasserführende Fahrzeuge von Landwirten rangehen.
ich wollte jetzt extra nicht sagen Güllefässer. Aber wenn eine Notlage ist und wir irgendwo mitten im Wald einen Brand haben oder weit weg der Zivilisation, dann ist das ein super Mittel, um für Pendelverkehr die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Ne? Okay, was haben wir hier nochmal? Handschuhe. Dann legen wir sie so hin. Zugriff erleichtert. Ja gut, SF Rucksack, kleiner Werkzeugkasten für die schnellen Arbeiten, für die MacGyver-Tätigkeiten für unterwegs. Genau, hier Besen, Schaufel, Trage. Was haben wir hier noch? Ein Spaten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, also Marvin, ich weiß nicht, aber es ist auch schön aufgeräumt, ne? Ja. Finde ich. Also da passiert was, ne? Auch so ein TSEW ist taktisch schon sehr wertvoll, ne? Man kann schon viel machen. Also da freue ich mich auch für die Feuerwehr. Ich glaube, sowas in der Art wird es bei uns auch mal werden. Lass für die Kameraden hier entstöcken. Ich werde mit denen hier entstöcken. Dann nicht wundern, dass sie jetzt nicht hier sind. Die sind gerade im Mannschaftsraum. Wir machen demnächst noch mal ein Video, das will ich aber noch nicht vorwegnehmen. Da sind die Nierenstöckner dann dabei. An der Stelle also können wir mal für die Kamera mal einen Daumen hier lassen, wenn euch das Auto auch gefällt. Man muss nicht immer das Tollste, Größte, Neueste, Schönste haben, obwohl das ja mit das Neueste ist. Wie gesagt, eine schöne Variante, finde ich toll. Okay, das war's. TSFW, 1000 Liter drauf. Ja, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.